Willkommen zurück zu Darkest Dungeon. Ist schon wieder so laut. So, ich mache euch das hier eh immer leiser. So, im letzten Part haben wir uns eigentlich ganz gut durchgeprügelt. Für die nächste Mission, das Team habe ich im letzten Part schon benannt, möchte ich sagen. Das wären nämlich Dini, Michi, Sarah. Ja, es ist fast das gleiche Team wie beim letzten Mal. Und Awesome Kind. Zero ist auch schon zu hoch. Ja, ich möchte Porträts sammeln, deswegen versuchen wir es nochmal. Ja, Apprentice Level 1. Oder hier Apprentice Level 1, Medium. Nee, wir machen das hier. Packen uns ein bisschen Provision ein. Oder Proviant. Ich sage immer Provision, ich weiß auch nicht warum. So. Und embarken. Die Warrens. Wir haben jetzt die Charaktere ein bisschen gestärkt. Ich denke mal, das wird schon irgendwie passen. Vielleicht kriegen wir auch ordentlich Kohle. They breed quickly down there in the dark. But Ja. perhaps we can slay them even faster. Ja, wir müssen sie zerstören, bevor sie, ja, breeden. Also, ja, sich vermehren. Surprise! Gut, Blinding Gas brauche ich jetzt erstmal nicht, obwohl doch. Ist vielleicht besser, wenn ich die Viecher stunne. Oder auch nicht. Angreifen kann ich nicht und Party Heal ist eigentlich auch nutzlos, aber ich mach's einfach. So, Throw Dagger. Erstes ist weg. So, alle weg. Dini, du hast's drauf. Already has been looted. Ja, nicht so schön, wenn alles schon gelootet ist. Ich find's auch ein bisschen. Was? Jetzt ist da eine Falle. Wann ist die denn da bitte erschienen? Und wodurch? Wieso habe ich die gerade irgendwie. Ich habe die gerade echt nicht gesehen. Ich habe die ganze Zeit drauf geguckt, aber irgendwie war ich blind. Was? Okay, die konnte ich jetzt nicht sehen, aber die bluten alle. Ja. Alles mitnehmen. Und mehr Maden. Nicht. Oh Gott, jetzt sind wir surprised. Und die versuchen, Dini anzunippeln. Oh Gott, Awesome Guy, nicht sterben, bitte. Ich kann euch doch nicht schon wieder abbrechen lassen. Oh, schon wieder gestunt. Also, was heißt schon wieder gestunt? Aber gestunt. Die resisten alle. Warum können die resisten? Erstmal so viele umbringen wie möglich. Das ist hier Ziel Nummer uno. Und dann heilen. Ja, ich hab gehofft, sie weicht aus. Dann haut mich diese kaputt. So, jetzt aber hier erstmal Positionen wieder setzen. Nee. Nee, du standst auf der 2, genau. Du stehst ganz. Irgendwie kriege ich das mit dem Tauschen nicht so richtig hin. So, jetzt haben wir's. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt geht's. Und wieder zurück. Hier ist nichts. Bloß ungute Geräusche. Ich hoffe mal, der Debuff geht bald weg, weil, ja, da ist er schon weg. Der hätte uns noch mal ein paar Probleme machen können. Ein Fass. Da müssen wir heiliges Wasser drauf gießen. Ja, kann Sarah machen. Okay, es hat keinen Effekt gehabt. Dann sollte ich vielleicht das lieber lassen. Los, komm, du kennst dich doch mit sowas bestimmt aus. Okay, doch nicht. Aber er resistet. Black Doctor. Und sie blutet schon wieder. Oh Gott. Große böse Schweine. Aber auch um große böse Schweine kann man sich kümmern. Ja, Michi, super. Direkt weggehauen. So, jetzt erstmal heilt sie sich selber. Und sie tötet mal das. Okay, sie tötet das nicht ganz, das, aber es blutet, das Schwein. Mit der Drum. So, Battlefield Madsen. Heilen wir sie auch nochmal ein bisschen. Dann ist nämlich auch das Bluten weg. Und jetzt geht's drum, das Schwein hier vorne umzunieten. Blöd, dass ich nur einen Stun hier dabei habe. Ich würde es gerne komplett tot stunnen, aber das funktioniert nicht. Oh, Ball und Chain. Zum Glück habe ich sie geheilt. Kann ich damit eigentlich auch Stun heilen? Nee, schade.
ein Versuch war es wert. Oh Gott, das Vieh kann gleich nochmal angreifen. Oh Gott, und Awesome Kind. Aber der hält es aus, der Gute. Ist stabil, der Junge. Kann sich mal selber heilen. Gut, jetzt hauen um. Da, das Vieh hält aber... Also, ist gut im Ausweichen. So. Hit 90%. Ja, das reicht. Und hier haben wir auch nochmal Awesome Kind wieder. Ein bisschen. Oh Gott. Ja, 8 Schaden. Das war so klar, dass das jetzt kommt. Nee, Moment. Medizin. Kriegt man zumindest ein bisschen Schaden wieder weg. Wurde auch mal Zeit, dass du triffst, Dini. Es geht ja so nicht. Aber zum Glück müssen wir nur die Raumkämpfe clearen. Hier ist zum Beispiel einer. Und wir sind surprised. Das ist mal wieder so ein Unding. Womit könnt ihr machen, das ist nicht so wild. Das stresst halt ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Stress nicht problematisch wird. Puh, also für Awesome Kind wird es auf jeden Fall problematisch. Der muss als erstes hier wieder irgendwie fit gemacht werden. So, Pick to the Face. Ich weiß, ich kann das... Ich mache dem viel zu wenig Schaden, aber es hilft nichts. Oder... Michi macht zu wenig Schaden. Ja, hier vorne kannst du keine Medizin benutzen, deswegen rücken wir dich gerade mal nach hinten. Und dann soll sie hier gerade mal das Schwein zerhacken. Das funktioniert nicht. Die kotzen mich hier an. Also, ich glaube, sie wird... Das, sie hat schon wieder einen Nachteil... Okay, im Camp kriegt sie weniger Heilung. Immer nur 4 Schaden, das ist zu wenig. Also ich habe ja zumindest noch einen Buff, glaube ich, drauf, dass Nahkampf mehr Schaden macht. Okay, Michi, dich müssen wir dringend heilen. 4 voll, oh Gott. Die ist ängstlich. Das heißt, es kann auch mal passieren, dass sie eine Runde aussetzt. Weich aus. Oh Gott, ich muss sie heilen. Zwar auf der Stelle. Sie lebt noch, sie lebt noch. Jetzt muss aber dringend hier ein Heiler ran. So, sie lebt noch. Zwar wahrscheinlich nicht lange, aber sie lebt. So. Wenn es blutet, kann man es töten, also kann man das Vieh hier erst recht töten. So, und dann curen. Sie muss überleben. Ja, kurz da hinten. Hinten ist okay. So, jetzt hauen wir das Schwein erstmal um. Das Bluten wird es töten. Sie ist ja eh schon 4 voll, da ist das nicht mehr ganz so wild. Ja, aber er stresst halt den Rest mit. Gut, erstes Schwein weg. Ja, ich könnte den einen da hinten stunnen, aber ich glaube, der da ist erstmal wichtiger, dass der wegkommt. Zack, tot. Weil der Schaden, den die austeilen, der ist gering. Das ist kein Problem. Den kann man wieder hochhalten. Der Stress ist halt ein bisschen doof, was? Zu stark. Viel zu stark. Deswegen geht er ein Stück zu... Oder geht sie ein Stück zurück und... krittet das Schwein und macht damit ein bisschen Stress bei den anderen auch weg. Oder zumindest bei Awesome Kind. Auch wenn das Vieh hier gleich wieder markt. Ja, deine Wunden... Deine Wunden sind schwer, ja, ich merk's. Was hast du denn jetzt bekommen? Bad Humors, oh Gott, die muss ich alle hier wieder heilen. Hau's weg. Hau das Schwein um. Und das da gleich mit. Okay, es lebt noch. Dann, ich weiß gar nicht, wen ich hier zuerst heilen soll. Es ist einfach viel zu viel. So, tot. Tot dem Schwein. Aber es gab dafür auch ganz gut Kohle, also kann man nichts sagen. Contents are yours. Nehme ich mit, Porträts haben wir nur 3. Ich würde gerne noch 2 finden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Damit wir halt die Skills noch weiter aufbessern können. Und so 100 Gold werde ich mal bestimmt nicht liegen lassen. 50 Gold, ja. Und noch ein paar Mädchen. Also Maden, nicht Mädchen. Das ist auch doof, oder? Wenn man Maden verniedlichen will, da kommt es automatisch. Das war echt eben keine Absicht. Das tut mir leid. Ich möchte mich jetzt in aller Form bei allen weiblichen Zuschauern entschuldigen. Ich wollte euch nicht beleidigen. Das war echt keine Absicht. Das hat einfach
Das kam automatisch. Ich wollte Made sagen und dann kam die Verniedlichung Mädchen. Und ich fürchte, Awesome Kind ist gleich weg. Ja, er ist selbstsüchtig. Ich hätte rausgehen sollen. Jungs, komm, lass sie dran. Sie muss heilen. Und Sarah. Sie ist hoffnungslos. Oh Gott. Jetzt zitiert sie hier Bibelverse. Ich glaube, ich muss gleich wegrennen. Ja, bitte lass uns weg. Das denke ich mir auch gerade. Aber mal gucken. Nein. Oh Gott. Ich habe gehofft, ich hau die jetzt zumindest nochmal alle. Nein, nein, nein. Oh Gott, ja, er lebt noch. Bitte komm dran, bitte komm dran, bitte komm selber dran. Oder sie. Bitte nicht passen. Ja, sehr schön. Ich kann ihn heilen. Jetzt übersteht Awesome Kind zumindest den nächsten Angriff. Er ist gestunt und die Male greift wieder an. Oh Gott. Sie ist gestunt. Entschuldigung. Weiblich. Versuche ich mir zu merken. Ich glaube, ich muss aus dem Kampf fliehen und irgendwie was versuchen, Gutes draus zu ziehen. Oder ich muss halt versuchen, die Viecher wirklich einfach umzubringen, bevor sie uns töten können. Ich glaube, das Umbringen ist die bessere Variante. Ja, eine lebt noch. Wenn ich die Möglichkeit habe, töte ich sie. Dann gucke ich nochmal im Raum, ob im Raum nochmal irgendwas ist, weil die Raumkämpfe haben wir ja geschafft. Moment mal, ich bin gerade auf dem völlig falschen Weg, stell ich. Ne, bin ich doch nicht. Ich dachte gerade, ich wäre auf dem falschen Weg. Bin ich zum Glück nicht. Raumkampf gibt es ja zum Glück keine mehr. Was? Achso, du wirfst automatisch. Das ist okay. Und da gibt's sogar nochmal Kohle. Guck ich mal, ob hier noch irgendwas drin liegt, was wir gebrauchen können. Vermutlich nicht. Dann beende ich doch lieber die Quest, bevor hier Awesome Kind noch stirbt. So, mal gucken. Ja, 3800, also 6000 gesamt bekommen, ist okay. Porträts haben wir leider nur 3 mitgehen lassen. Hätte mehr sein können. Michi ist Level 1 und ja, die haben alle diesen nachteiligen Effekt gehabt. Ich guck mal, vielleicht kriegen sie jetzt was Positives. Oh Gott. Awesome Kind darf nicht mehr ins Bordell. Es tut mir leid, mein Freund. Aber in den Warrens hat er bessere Scouting-Chancen. Sie ist dünnblütig. Und Guilty. Sie. Was? Beast Crushing Guild of the Israel. Okay, sie hat irgendwelche Probleme mit ihrer Schuld. Ich glaube, Schuld vor. Also so Schuldvisionen. There is a great horror beneath the manor. Oh Gott. Ja, ich weiß gar nicht, wem ich hier zuerst seine Quirks entfernen soll. Es gibt ja hier einen ganzen Haufen an Quirks. Bonnie, bei dir war ich ja gerade dabei, ne? Also bei dir muss auf jeden Fall noch was weg. Michi, bei dir mache ich einfach mal das Dünnblütige raus. So, wer muss jetzt... Sarah. Achso, Flauschpony belegt hier immer noch die Abtei. Ja, muss aber nicht, du bist schon geheilt. Da so, Dini kann nicht, dann muss Sarah jetzt hier... Wie sieht's denn mit dir aus? Bist du schon wieder fit? Wo bist du überhaupt? Da, lass die. Ja, du bist auch schon wieder fit. Du kannst auch aufhören. Das kann Dini machen und das muss Dini sogar machen. Troso. Troso, wir gehen eintrinken. Komm. So. Es hat aber nicht viel geheilt. Also ich war doch mit dir erst... Ich war doch kürzlich erst mit dir trinken, glaube ich. Aber es hat... Vielleicht reicht's bei dir einfach gar nicht mehr. Du bist schon so gestresst. Und Awesome Kind, achso, was kannst du denn eigentlich nur? Kannst du nur trinken? Ne, du kannst, achso, du willst nur meditieren. Und meditieren ist da so ein kleines Problem zurzeit, weil da wieder der Abt sitzt. Das hier könnte ich machen. A little hope, however desperate, is never without worth. Kann ich hier eigentlich noch was machen? Ich könnte hier die Kosten senken, oder hier. Dann mach ich hier erstmal. So, Kosten sind gesunken, ist gut. Leute, lasst mir als Kommentar da einen Daumen nach oben. Auch wenn es jetzt ein bisschen kürzerer Part ist. Ist ja nicht schlimm, wenn mal einer kürzer ist. Lasst mir als Kommentar da. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Darkest Dungeon. Bis dann.